Gerald, herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Halbfinale hier. Du hast eineinhalb Sätze lang doch ziemlich gehemmt gewirkt. Wie unangenehm war das wirklich, gegen deinen Bruder hier zu spielen? Zum zweiten Mal. Ja, das war saunangenehm. Es ist einfach extrem arg, wenn jemand gegenübersteht, der einem so viel bedeutet, der einem so viel in seiner Karriere geholfen hat. Ohne ihn wäre ich da heute nie gestanden, wo ich heute gestanden bin. Ja, er hat am Anfang genau das gespielt, wo er weiß natürlich ganz genau, was mir wehtut, wo er mir sehr wehtun kann, am Return reingestiegen, Bälle früh genommen, mich nicht in meinen Rhythmus kommen hat lassen. Und ich habe ein bisschen mit der Handbremse gespielt und er hat das einfach beinahe durchgezogen. Wie hast du das geschafft, da die Fesseln abzulegen? Ja, mit der Regenunterbrechung, ich glaube, das war jetzt nicht unbedingt ein Nachteil für mich. Es ist ein bisschen langsamer geworden, die Bälle sind ein bisschen größer geworden. Ich habe dann anfangs speziell habe ich sehr schlecht returniert im Match, das habe ich dann geändert und habe dann eigentlich die meisten Returns reingespielt und habe mal mit dem Gerale gespielt. Und ich glaube, dass ich am Schluss dann mich sehr gut bewegt habe, sehr tough gespielt habe und dass dann der Schlüssel auch zum Erfolg war. Fühlt sich das ein bisschen so an, wie wenn der Lehrjunge den Meister schlägt? Ja, wahrscheinlich schon, aber für Jürgen war es damals im Vorjahr, als er dich in Wimbledon geschlagen hat, der schlimmste Tag deines Lebens. Würdest du das jetzt ähnlich sehen? Ich nehme mal an, dein Sieg und dann Strich doch freuen wird wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Ich glaube, dass es diesmal eine komplett andere Situation war. Einfach aus dem Grund, wie es um den Jürgen damals gestanden ist und wie es um den Jürgen jetzt steht. Ich bin sehr stolz auf ihn und freue mich unglaublich, dass er wieder zurück ist, zwei gute Matches gespielt hat, beim Davis Cup unglaublich gespielt hat. Und ich hoffe, dass wir sich doch beide darüber freuen und irgendwann später mal daran erinnern können, dass wir im Viertelfinale in Kitzbühel gegeneinander gespielt haben. Und zum Abschluss, morgen gegen Paolo Lorenzi, was kann man sich da erwarten? Ist das Finale da drinnen für dich? Ja, drinnen ist auf alle Fälle. Es wird ein hartes Match. Wir haben schon öfter gegeneinander gespielt. Es haben beide schon gewonnen, also wir wissen beide, was uns erwartet. Es wird auf jeden Fall morgen sicher körperlich anstrengend für beide. Und ja, ich glaube, wenn ich mein Spiel gut durchziehen kann, dann habe ich sicher gute Chancen. Alles klar, wünschen wir dir viel Erfolg auf jeden Fall. Danke. Danke.